Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom Aquaspeaker von Heysong. Wir haben ausgepackt, wir haben hier ein Mini-USB zu USB als Stromkabel und ein USB-C, was haben wir hier? Mini-USB zu Klinke. Anleitung braucht man nicht. Ein Säcklein, ein Aqua-Säcklein würde ich jetzt sagen. Ja. Ein Haken, den habe ich schon ran gemacht im Unboxing-Video. Und jetzt würde ich sagen, wir bammeln mal das Ding jetzt einfach mal an. Also ich bin bei Minus. Moment, hier ist irgendwo, da ist der Play-Knopf. So, ich habe einfach beim ersten Mal gedrückt gehalten, dann kann man nämlich gleich per Bluetooth den koppeln. Da haben wir ihn doch. Wird gekoppelt. Koppeln. Da ist er da. Anrufe und Medien. Kontakte teilen wollen wir nicht. Okay. Schnell verbunden und schnell wieder an. Jetzt muss ich mal schnell. Ach so, habe ich hier gar nicht drauf. Ich muss ja bei Spotify. Ach, Quatsch, das ist Xbox. So. Bibliothek. Playlist. Da habe ich's. Ich habe Nemesis nicht gefunden. So, Wurzel allen Übels. Das ist kein. Sollten die Raben dann noch reisen, holt ein weiteres Jahr und doch die große Schlacht kommt ganz gewiss.
Langsam Übergang ganz gut. Schade, dass ich jetzt die Farbe wechseln konnte. Ja, ist ja nicht mal so schlecht. Optisch macht da was her. Ist wasserdicht. Jetzt habe ich einmal gedrückt, jetzt dachte ich, kommt noch mal was. Achso, warte mal. Ich glaube, ich habe... Hat jetzt Google Assistant eröffnet. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man hat, kann sich's anhängen, an eine Hose zum Beispiel. Ich finde es schade, dass man halt das Licht nicht dauerhaft auf 1 machen kann. Aber mit dem Kreis finde ich gar nicht mal so schlecht. Ist gar nicht mal so schwer. Bumst aber vom Sound wirklich schon ganz schön, muss ich sagen. Man kann mit laut und leise, also mit Plus und Minus, kann man entweder laut und leise machen, wenn man kurz drückt. Und wenn man gedrückt hält, geht man halt Lied vor oder zurück. An ist an, logischerweise. Wenn man gedrückt hält, geht es halt auch aus, aber wenn man es halt nur kurz macht, ist es auch für Google Assistant. Und hier, der Stern ist halt für Licht. Ja, den werde ich dann... Heute Abend werde ich mich schön in der Wanne legen, werde ich mir den mal mitnehmen und anhängen in der Wanne, also an der Wanne ran oder an der Heizung neben der Wanne und werde den aber dann noch mit dem Echo aus dem Flur koppeln. Dann kann ich ihm auch Anweisungen geben und rufen, welches Lied er abspielen soll.
Finde ich ganz cool. Finde ich wirklich ganz cool. Und sind auch nicht so viele, also gar keine Kleinteile mit bei, die kaputt brechen können, wenn er runterfällt. Ist alles gummiert. Also super. Echt klasse. So. Dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.